Moin, hier ist der Angelus. Willkommen zu einem weiteren Video zu Star Wars Jedi Survivor. Ein kleines Bonusvideo, kann man schon dazu sagen. Gestern habe ich ja das Let's Play quasi abgeschlossen mit der Hauptgeschichte. Erstmal vielen Dank an alle, die gestern da einen Daumen nach oben da gelassen haben und einen Kommentar. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung bei diesem Let's Play und deswegen auch heute noch eine Bonusfolge, wo ich die letzten Kopfgelder mache. Deswegen bin ich hier auch schon wieder auf Jeddah. Ich habe mir schon ein bisschen was vorher besorgt. Besser gesagt, ich habe viele Kopfgelder gemacht. Eine blöde Aufgabe, sage ich euch. Viel zu viel rumgefliege und rumgelatsche, bis man an alle hatte. Hat echt wieder Stunden gedauert, weil man, wie gesagt, ständig die Planeten wechseln muss, um das neue Kopfgeld abzuholen, muss man immer wieder die Bar betreten und mit der Dame reden und dann muss man wieder woanders hinfliegen und ja, und hin und her. Es war ein Hin und Her. Aber hier, dieser Roboter, der jetzt hier dran ist, der ist hier auf Jeddah. Danach muss ich dann halt wieder nach Kobo. Dann kriege ich hier oben wahrscheinlich die letzte. Da ist auch wieder so ein Roboter, unentdeckt. Und den dann noch. Und dann müsste ich fertig sein. Und deswegen mache ich die beiden jetzt hier heute in der Bonus-Episode. Und der Jedi-Tempel da drüben, das Hauptding in der Mitte, das kann ich jetzt auch besuchen. Denn ich habe den da hinten nochmal fertig gemacht mit den blöden Kugeln. Die Reihenfolge der Kugeln musste ich ein bisschen ändern, dass ich das auch zeitlich geschafft habe. Und deswegen geht es da nochmal in die Mitte, um da nochmal zu schauen, was das Ganze denn überhaupt gebracht hat. Also Leute, willkommen hier zurück zu einem letzten Video von Jedi Survivor. Ich denke mal, dass ich das heute hier alles in einem Video abschließen kann. Das Kopfgeld müsste hier vorne schon sein. Wie sieht's aus mit vielleicht ein Reittier nehmen? Wenn wir nicht wieder in eine imperiale Patrouille reinlaufen. Aber an alle, die heute trotzdem noch eingeschaltet haben, hier bei dieser Bonusfolge, auch wenn die Story jetzt schon durch ist, willkommen! Schön, dass ihr dabei seid. Nicht so schnell! Ich wollte nur die Karte aufmachen. So, hier irgendwo in der Schlucht, da ist der Kopfgeldjäger. Also denke ich mal da rein, ne? Ich hoffe nicht, dass ich dafür noch klettern muss. Ein Besuch von der Auslöschungsdivision. Deckung hoch. Das ist... Aua! Das war eine Blende. Was sind das? 3, 4? Das ist das Ding. Marin. Ich brauche eine Pause. Hey, hau ab. Hilfe dich. Hey, war der nicht eben noch mit Marin beschäftigt? Mir mal? Ein wenig Luftunterstützung. Okay, machen wir die Wut an. Damit mache ich den richtig weg. Hör mal auf, zu uns zu schlagen. Okay, den haben wir. Marin, hast du die schon? Die andere? Nee, gar nicht. Nee, der ist da, der fliegt noch. Der fliegt noch. Ihr werdet uns nicht entkommen. Zieh den mal runter. Ah. Ist jetzt da oben? Echt? Ich werde den Boden gleich mit dir aufwischen. Das war ein Imperial, der noch geschossen hat, da oben. Jetzt reicht's aber hier. Du hörtest gar nicht dazu zum Kopfgeldern. Okay. Die sind down. Kann ich noch einen scannen? Ja. Ja? Zeig mal her. Kopfgeldruide, der Haxion-Brot. Leider muss man auch sagen, dass die Kopfgeldjäger immer die gleichen Typen waren. Mal so ein Roboter, mal einer, der rumfliegt. Oder wie hier jetzt in dem Fall, alle drei zusammen. Alle drei Arten. Ein bisschen schneller! So, dann muss ich deswegen wieder zurück nach Kobo. Und dann mal schauen. 15 von 16, also den letzten noch machen. Das ist ja wieder so ein wichtigerer, ist oben. Einer von den wichtigen sind immer oben. Ein bisschen größer dargestellt. Hatte ich hier, finde ich, eigentlich schon eine Abkürzung, um da schneller hochzukommen? Weiß es gar nicht mehr. Wenn nicht, mache ich hier kurz den Weg. So, mal schauen, was die ganzen Tempel jetzt hier für einen Weg offenbart haben. Das war ja immerhin viel, viel zu tun mit den Dingern. War das nicht hoch? Nee, erstmal rum. Da muss ich noch hoch, aber da drüben, da war ich ja auch noch nicht, ne? Ich komme dann gleich wieder rüber. Jetzt kann ich hier die Dinger ja benutzen. Oh, knapp.
Lavasprung. Unten habe ich noch ein Echo gesehen, das brauche ich jetzt aber auch nicht besonders. Ach, das ist jetzt der erste Tempel. Ich dachte, ich wäre schon da. Okay, hier soll jetzt irgendwas offen sein. Ich glaube, die Mitte, ne, die ich sehe, weil es sehr, sehr grün hier auf, sieht aus wie ein Fahrstuhl. Wo ein bisschen Schrott drauf ist. War ja, da drüben ist noch eine Kiste. Aber die habe ich doch schon, oder? Ist die schon offen? Oder war ich hier noch nie? Ich hätte noch... Ja, ich hätte den da benutzen sollen noch zusätzlich. Ah, jetzt bin ich wieder unten, ey. Richtig clever. Wenn da ein zweiter ist, ist es doch eigentlich offensichtlich, Deckung hoch, dass man den... Ah, guck mal hier. Immer wenn da ein zweiter ist, dann ist es offensichtlich, dass man den froh, dass wir die hier gefunden kompletten haben. Sprung nach drüben nicht schafft. Deswegen sind da ja auch zwei. Komme ich hier rein? Aber hier jetzt nicht. Doch, hier. Wieder mal. Zeitverschwendung. Ohne Ende. Aber da drüben ist noch ein Skillpunkt oder sowas. Vogel, ich brauch dich nicht. Ich gehe gleich wieder den gleichen Weg zurück. Danke. Habe ich sogar wieder drei zu vergeben. Das ist nice. Dann kriege ich doch den nächsten Skillbaum fertig, den ich hier noch benutze, die für die Blaster-Kampfhaltung, die ich gerade so ein bisschen gespielt habe, als ich die Kopfgeldjäger gejagt habe. Nee. Ich war ja der Kopfgeldjäger. Das waren die Kopfgelder. Oder beides eigentlich. Eigentlich waren es auch Kopfgeldjäger, die ich gejagt habe. So, andere ist da links. Also erstmal rüber, dann nach links und dann rüber. Von da aus nicht rein. Und nicht in die Zwischenschlitz hier fallen. Oh, toll. Hat sich leider nicht so gelohnt, die Kiste. Wie das meiste in dem Spiel. So, dann schauen wir mal, was dieser Fahrstuhl hier jetzt macht. Ob der jetzt einfach so funktioniert. Ja. Einfach so eine Steinplatte, ne? Antik. Antiker Steinfahrstuhl. Ah, wie kriegen wir so ein Terminal? Nur deswegen? Und ein Echo und eine Riesenkiste. Okay. Ja, es ist wieder ein Lichtschwert oder sowas. Ja. Es ist Cordovas Lichtschwert. Na toll. Und hier wieder ein Karten-Update. Karten-Upgrade für Schätze. Also die großen, ne? Für diese großen Kisten da. Aha. Toll. Naja. Cordovas Nachricht. Eine Karte. Welch größeres Wissen könnte man weitergeben, als Gefolgsleuten den Weg zu zeigen? Meine Reise ist fast an ihrem Ende. Im Rückblick sehe ich Leid und Trauer. Ja, aber auch Freude und Freundschaft. Hm. Und so kehre ich ohne Reue an die Seite meiner Schüler zurück. Okay. Das war die letzte. Guckt dir das an, ey. Ich war doch extra noch auf den, oh, auf den Vorsprung da. Musst du mich doch mal runterlassen. Ja, das war die Belohnung für alle Tempel. Man kriegt Cordovas Lichtschwert. Man kann das dann für Kel
ein wenig nachbauen. Oh, von hier aufs Reich hier rauf komme ich nicht, ne? Ich will jetzt zurück nach Kobo. In die Bar. Ja, hab mir ein bisschen mehr erwartet da unten für den Tempel. Muss ich gestehen. Es ist so lästig, dass du hier nirgends so runterkommst. Dafür, dass man halt so viel machen musste. Das waren ja echt viele Tempel, die man gemacht hat. Hey. Greif dir die Füße. So, da hinten. Imperiale, die hier noch beim Archiv rumstehen oder so? Ja, ne? Ein bisschen. Da hinten ist noch der Angler. Okay. Den brauche ich jetzt aber nicht. Na, da komme ich nicht so hoch. Ich will eigentlich nur... Na los! Kurz hier rauf. Guck mal, hier sieht man noch die Schlachtrückstände. Seer, die hier den Leiter runtergeholt hat. Ich muss meinen Geist freimachen. Die Archive ja immer noch komplett zerstört und verbrannt. Auf geht's. Zur Mantis. Und dann fliegen wir. Dann hoffe ich mal, dass der letzte Kopfgeldjäger hoffentlich dann auf Kobo auch ist, dass ich nicht noch woanders hinfliegen muss. So viel rumgefliege bei den Kopfgeldjägern. Also das mit den Tempeln hätte ruhig ein bisschen größer ausfallen können, die Belohnung. Schauen wir mal, was bei den Kopfgeldern rauskommt, wenn man alle hat. Kurs auf Kobo! Kata, du suchst heute das Essen aus. Was immer du willst. Ja. Wirklich? Ja. Wirklich? Was ist deine Lieblingsspeise? Mygeto-Kasserolle. Das Rezept kenne ich nicht. Blaue Windwürfel? Weißt du was? Es gibt das Übliche. Geschmorten Grease-Hackbraten. Wenn mir das nicht schmeckt, können wir dann was anderes machen? Klar, aber ich verwette die Mantis, dass es dir schmecken wird. Mhm. Maren, du hast ihn gehört, oder? Oh ja. Also, dass er gewettet hat. Okay, halt dich fest und hör auf, in meiner Kabine rumzulaufen. Zuerst ihr sagen so, du darfst dir das Essen aussuchen. Du darfst dir das Essen wünschen, aussuchen, beides. Und dann auch noch sagen, so, danach so, ja, nee, das Rezept kenne ich nicht. Nee, das kenne ich auch nicht. Nee, dann machen wir das wieder, was ich will. Dann halt doch einfach vorher einfach die Klappe und sag ihr doch nicht, sie kann sich was wünschen. Wenn er nur ein Rezept kochen kann, weißt du? Was hat sie denn da für große Auswahl? Also wirklich, Grease. Grease und Kinder kann er nicht so, ne? Ist neu für ihn. Wow, da war eben kein Fußboden. Habt ihr das gesehen? Ich glaube, da war die Bahn noch nicht geladen. Ich dachte schon, ich falle in den Boden. So, Kaj. Gib mir das letzte Kopfgeld. Und mach die blöde Tür auf. Na, wär's heute noch was? Dankeschön. Was ist denn das für hell hier drin? Die Sonne scheint in die Bar. Schön, dich zu sehen. Mhm. Wir haben Sorg Tormo und die Haxion-Brut zum letzten Gefecht gezwungen. Okay. Gut, bringen wir es zu Ende. Sorg hat seinen eigenen Arena-Champion, Joe die Kannibalin, mit einigen üblen Kerlen als Verstärkung zum Luca-Hulk geschickt. Oh. Zum Luca-Hulk? Wurden die Bedlam Raiders denn vertrieben? Tja, das ist das Lustige daran. Sorgs Champion hat eine Abmachung mit dem Rest der Raiders getroffen. Sie arbeiten zusammen? Das ist nicht gut. Nur gegen dich. Zeig ihnen, was du wirklich drauf hast, ja? Alles klar. Okay, es ist auf Kobo. Es ist im Luca-Hulk. Das ist ja schön. Brauche ich nicht woanders hinfliegen. So muss ich mich da nur einmal per Schnellreise hinbegeben. Die ganzen Meditationspunkte habe ich ja erhalten schon im Luca-Hulk. So, dann schauen wir mal wo. Luca-Hulk ist dann irgendwo hier unten. Hier geht's los, genau. Ladegerüst. Die nebligen Weiten, das.
Das ist das Observatorium. War ich schon was? Es gab im Luca-Hack doch mehr, oder muss ich mich jetzt da durchkämpfen wegen der Story? Das war, glaube ich, schon mal, oder? Erntekamm? Nee. Okay, ich muss hier unten hin. Die anderen sind wieder nicht verfügbar. Das heißt, ich muss mich durch den ganzen Luca-Hall kämpfen, um zum letzten... Oh, das ist auch wieder so lästig gemacht, ne? Das machen sie extra, weil da überall jetzt Kopfgeldjäger auf mich warten, also viele von der Haxion-Brut. Und die lassen mich die anderen Meditationspunkte nicht nutzen. Das war auf Jeddah bei einem Kopfgeld auch so. Und ich muss mich ganz durchkämpfen, bis ich da hinkomme. Es ist lästig. Richtig. Dich lässig. Also ganz am Anfang anfangen. Das Ziel kann jede Minute hier sein. Ja. Seid ihr bereit? Die warten halt da auf mich. Allein der Gedanke, diesen Jedi zu töten, treibt uns alle an. Weil die das ganze Ding jetzt gekapert haben. Verzieh dich, Milchschlucker! Sehr gut, lauf weg! Wie ist das? Ist gut, ja. Ziemlich hot. Dankeschön. Reicht jetzt auch. Danke. Alles gut! Ich bin okay! Ich werde heute nicht sterben! Wie fühlt sich das an? Daneben! Ja, dann hör auf, auszuweichen! Ich kam gut zurecht, bevor du gekommen bist! Das ist der rumfliegt, Peter. Ich hab geblockt. Dauert's nicht mehr lang, Jedi. Du kannst nicht ewig blocken. Ja, du kannst nicht ewig fliegen, ey. Jetzt komm mal her. Immer geil, wenn die so die Map runterfliegen. Du hast mich warten lassen, Jedi. Ah, schon wieder. Du musst Joe, die Kannibalin, sein. Wie wär's, wenn du dir die Show sparst und wir es hinter uns bringen? Ja, echt, ne? Klingt, als hätte Sorg eine Schergin gefunden, die genauso ist. Wir haben Gesellschaft. Was machen die jetzt hier? Feind verteidigt sich. Formation wechseln. Ich hasse dich. Hey. Komm ihm nicht zu nahe. Hör doch mal auf hier. Jetzt hasse ich dich. Wieso ziehst du nur den einen runter? Alter, wie ich die ganze Zeit heben wollte und die mich mit ihrem blöden Blasterfeuer jedes Mal unterbrechen. Weg mit deinem Schild. Bleibst du mal stehen jetzt? Cage hat es ernst gemeint, dass die Raiders und die Haxion-Brut zusammenarbeiten. Diese Kombination gefällt mir nicht. Ja. Komme ich eigentlich hier durch dahin? Wenn ich hier durchlaufe, komme ich hier hinten lang, ne? Hier. Ja, doch. Ich kann ja hier noch die Fahrstühle, glaube ich, benutzen. Oder hier runter. Ja, der Weg ist halt lang. Was willst du machen? Will das Spiel jetzt halt so. Siehst du, da steht da gleich der Nächste. Droidikas? Bist du verwundet? Ja, bin ich. One-Hit? Dieser Droidiker taugt nicht. Du auch nicht. Das kann er doch einfach blocken, wenn ich in der Wutphase hier bin. Eva!
Hey, warte, bis du an der Reihe bist. So, geht doch. Wie lange kann der laufen? Ich bin doch schon die Wecke boostet. So leicht kriegst du mich nicht. Ich bleibe zurück. Ah. Nur noch ein Ich bin getroffen. Hey, heil mich. Hey! Hier oben! Selbst das Heilen unterbrechen die. Erwischt! Jetzt hab ich dich! Meine Güte! Wir haben anscheinend Publikum, BD. Ich habe unsere Zielperson gefunden. Oh, der war daneben. Achtung! Hör auf! Weg da. Bleib stehen. Wo bist du hin? Alter, wie ich noch ausweichen. Dirk! Ein Punkt für mich! Nein, noch nicht! Doch, doch. Okay, das war's. Sork und seine Bande könnten einige gesündere Hobbys gebrauchen. Welchen Weg muss ich jetzt? Wie gefällt dir meine Armee? Ich hab schon gegen die Raiders und die Brut gekämpft. Warum denkst du, es könnte diesmal... Warte mal, komm ich nicht hierher? Doch, ne? Ich muss da lang. Nicht wieder zurücklaufen. Hier muss ich durch. Da ist dieser Fahrstuhl. Luca Kern Hulk. Kern. Luca Hulk Kern. Habe ich Luca Kern halt gesagt? Auch nicht schlecht, ne? Dann da runter arbeiten. Hier kann ich doch theoretisch durch. Jetzt bin ich hier. Genau, da runter zu dem, wo der Meditationspunkt ist. Ja, das war doch richtig. Halt ihr doch fest. Oh, genau so wollte ich das auch. Easy. Bist du verwundet? Schon wieder so einer. Ah, schöner Tritt, Mann. Die Raiders werden jede Chance zur Rache nutzen. Selbst wenn sie dafür Befehle von der Brut entgegennehmen müssen. Oder das Kopfgeld auf mich ist zu gut, um zu widerstehen. Warte, muss ich da runter? Ist der Fahrstuhl für mich? Das ist nicht unsere erste Begegnung. Du hast wohl keinen großen Eindruck hinterlassen. Odo Oris, wenn du lange genug überlebst, schwelge ich mit dir in Erinnerung. Mhm. Wann lernen diese... Warte mal, ich habe da noch Fähigkeitspunkte. So, das habe ich ja alles gehabt. Hier das letzte beim Blaster-Dings kann ich noch lernen. Konzentrieren wir den Blaster mehrere auf Gegner und dann hier drei Gegner wegballern, ne? Blocken und Dreieck. So, das habe ich noch gelernt. Dann jetzt geradeaus. Geradeaus und geht's hier hin, ne? Ja, doch, das ist gut. Und dann hier rüber. Bin ja fast da. Ich kenne die Protokolle für den Kampf gegen Jedi. Ich muss doch eigentlich hier hoch, aber der Fahrstuhl ist nicht da. Das ist nicht gut. Die wollen dann extra mir noch den Umweg aufs Auge drücken. Aber hier ist auch zugebaut. Hier war immer ein Fahrstuhl oder so ein Dings, was ich auch hochziehen konnte. Welchen Umweg soll ich denn jetzt laufen? Hier rein? Durch die Siedlung noch extra? Ich müsste eigentlich nur hier... Da ist die Plattform. Seht ihr? Guck mal, die Plattform ist hier da. Einfach nur hier hoch, dann von hier aus hier über die Wand springen, da. Und dann wäre ich hier runterrutschen und wäre dann da. Die ganze Plattform ist verschwunden, ey.
Mit dem Ding bringt mir das auch nichts. Da komme ich nur da oben hin. Da war ja kein Weg, ne? Oben. Naja, das ist nur so eine Plattform. Ich muss rechts da in die Tür rein und muss dann komplett durch die Siedlung noch laufen. Ah. Immer da, wo die Gegner stehen. Was wolltest du nicht? Hier ist die Siedlung. Tötet den Jedi. Wir werden siegen. Behaltet ihn im Auge. Hört ja gar nicht auf. Schalten wir die Anführer aus. Die sind weg, die Anführer. Drei mit einem Streich. Das ist der ehemalige Champion von Sir Thomas Arena? Ich bin nicht beeindruckt. Nicht mein Ziel. Die Brut kann also die Vergangenheit. Das ist die Arena vom ersten Teil, wo man gekämpft hat. Wie meinst du? Treffer! Du kannst nicht entkommen! Ey, wieso wieder daneben, ey? Schlampig! Ey, wieso dauert das immer so lange, diese Animation? Lass uns mit dem Feuer spielen. Ja, es ist wirklich cool, dass ihr hier reinkommt in die Hütte, wo ihr nicht so gut rausfliegen könnt. Weil wir hier eine Decke haben. Kann ich euch nämlich einfach runterangeln. Oder ihr könnt halt nicht hochfliegen. Sehr clever, Leute. BD, hier! Ja, das sind Schütze. Mit Schild. Als ob. Der will mich unbedingt auf Abstand haben, ne? Das ist kein Wettkampf. Letzte Runde, das heißt, bin ich jetzt da. Okay, Kumpel. Das ist die Elite der Haxion-Brut. Was immer das heißen mag. Aber sie ist nicht alleine gekommen. Und ich erinnere mich nicht an Regeln, ob... Du wirst uns nicht im Weg stehen. Du meinst? Du kannst nicht ewig ausweichen. Hinter mir. Du bist der Hammertyp. Ja. Okay, sie ist da. Nicht jeden Tag ein Jedi. Spüre unsere Stärke. Der Hammer muss man da zuerst weg. Hilfe! Ja. BD, hier. Das tut sicher weh. Komm schon, ja, tut auch weh. Das sind die Kannibalen, das sind Droide einfach. Ich spüre gar nichts. Dein Lebensbalken sagt was anderes. Dein Lebensbalken sagt, du spürst schon was. Komm zurück! Das war knapp. Aber ich habe wieder Ulti. Die hackt einfach alles weg, diese ultimative Fähigkeit, ey. Das ist gar nichts. Ich glaube, du bist jetzt in Arsch, mein Freund. Hoffentlich war's das dann mit der Haxion-Brut. Ja, hoffentlich, ne? Gehen wir zurück zu Catch. Mir reicht's mit diesem Kopfgeldjäger-Geschäft. Genau. Mir auch. Jetzt muss ich von hier natürlich wieder einen Schnellreisepunkt finden. Ja gut, dann kann ich ja jetzt hier rüber, hier drüber. Ja, genau. Den Weg, den ich eigentlich von der anderen Seite hätte gerne gehen wollen. So. Dass ich da einfach nur so hart durchkämpfen muss, ey. Oben ist ja wieder alles verbarrikadiert. Bin ich jetzt hier nicht gleich schon in den Gang? Ja. Na guck mal, der Rückweg geht viel schneller. Wenn sie einen halt nicht die Wege verbauen, ne? Gut, dass ich jetzt auch nicht fliegen muss. Weil ich einfach nur wieder zur Bahn muss. Und dann mal schauen, was passiert, was ich dafür bekomme, dass ich jetzt alle Kopfgelder gejagt habe.
Das ist dann jetzt aber auch übrigens das wirklich das Letzte, was ich jetzt gemacht habe im Spiel. Jetzt noch gucken, was es als Belohnung gibt für die Kopfgelder. Dann die Jedi-Tempel habe ich abgeschlossen. Also da kommt dann kein weiteres Video mehr zu Star Wars Jedi Survivor. Bin ich eigentlich auch ziemlich froh, dass ich jetzt durch bin. Werde das Spiel hier gleich, wenn ich das Video fertig aufgenommen habe, werde ich das auch von meiner Festplatte löschen, weil das ist auch sehr, sehr, sehr groß und ich brauche wieder mal ein bisschen mehr Platz. Das Spiel hat leider 150 GB auf der PS5 eingenommen und das finde ich einfach auch für das Spiel viel zu viel. Das ist nicht gut optimiert, was die Engine angeht und Datengröße angeht. Weil andere Spiele, die auch groß sind, teilweise davon nur 90 sind. Sie ist gar nicht da. Gerücht entdeckt. Ja, und wo? Sag mir doch wo. Gerücht. Karsh hat ihre Ecke im ein Datenpad zurückgelassen. Hey Killer, triff mich, wo alles begonnen hat. Ich habe eine Überraschung für dich. Alles, wo alles begonnen hat, das war an der Stelle, wo bei dem Lava-Becken da, ne? Wo die Lava-Becken waren, wo ich dann angefangen habe, zu diesen alten Jedi-Anwesen hochzuklettern. Das war dann irgendwo an der Stelle. Muss ich jetzt noch ein letztes Mal gegen sie kämpfen? Kann natürlich sein. Gerücht müsste hier auch eigentlich angezeigt sein. Da ist es nämlich. Wenn ich da hingehe, muss ich dann halt darüber springen wieder. Von hier aus müsste das eigentlich gut sein. Okay. Schauen wir mal, was die Dame möchte. Ja, doch noch ein längeres Video als gedacht, aber weil ich mich da so durchkämpfen musste. Naja, so habt ihr wenigstens noch mal ein längeres Bonusvideo hier zu Star Wars. Sollte euch das Ganze trotzdem auch noch gefallen, hier das Bonusvideo, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Sie müsste da drüben sein, ne? Ja, da ist die Platte. Dahin kriegen, ne? Geht schneller. Danke für den Ausritt. So. Wo ist sie jetzt? Ich stehe die direkt hier. Aber sie ist nicht da. Doch, da ist sie. Ich habe sie voll nicht gesehen. Die ist getarnt. Das ist ihr Hut. Ihr Hut, ey, die macht sie unsichtbar mit dem Hut. Wie läuft's, Cage? Ciao. Besser. Jetzt, nachdem du alle ausgeschaltet hast, die Soktormo auf dich gehetzt hat. Ja. Schön, die Kopfgeldjäger für eine Weile los zu sein. Ja. Apropos. Was für ein Trick! Ging nur etwas daneben? Nein. Ging es nicht. Was soll das, Cage? Ja, echt, was soll das? Wie viel hat ihr Sorg für mich geboten? Zu wenig. Aber jeder Jäger, den wir erledigt haben, hat deinen Wert erhöht. Jetzt bist du meine Zeit wert. Durch dich haben sie uns überhaupt erst gefunden. Jetzt hast du es geschnallt, Kumpel. Hin und wieder hole ich mir auch selbst ein kleines Kopfgeld. Doch, das waren verdammt große Haufen Gegner abzuarbeiten. Du hast gezeigt, du bist ein waschechter Jedi. Willst du rausfinden, wie waschecht? Jetzt können wir die Sache noch vergessen, Cage. Keine Chance. Diese Lady hat Schulden. Und ich habe auf diesen Zahltag schon viel zu lange gewartet, Kerl. Viel zu lang. Toll. Aber vor allem kann ich es nicht länger ertragen, in Ruhe und Frieden zu leben! Ruhe und Frieden ist nicht so dein Ding, oder was? Ich war okay. Schon schlimmer verletzt. War jetzt auch nicht besonders überraschend, dass sowas vielleicht passiert hier. Ja, bleib mal liegen.
Ich mach meine Schwert-Kombo, du hast keine Chance. Warum habe ich mich eigentlich zur Ruhe gesetzt? Keine Chance hast du. Nur ein Kratzer. Ernsthaft? Das ist es? Das ist der Kampf? Du hast doch nicht einmal zurückgeschossen. Oh, jetzt. Es kommt Leben in die Frau. Sie kann doch noch was. Okay, setz dich lieber zur Ruhe. Das ist, wofür ich lebe. Dann wirst du dafür sterben. Das war ja letzte Chance, Cage. Schwerer Kampf. Lass es gut sein. Das ist nicht meine Art. Da kommt ein Jetpack angeflogen. Ah, schau mal an, Boba Fett. Gleich an der Rüstung erkannt. Boba, Boba, du siehst gut aus, Kumpel. Cage, lange nicht gesehen. Ihr zwei kennt euch? Schon ewig. Wie wär's? Wir schnappen uns diesen Jedi und teilen das Kopfgeld unter uns auf, hä? Ich glaub nicht. Er hat dein Kopfgeld. Ich bin nicht wegen des Jedi hier. Schön zur Abwechslung mal keine Zielscheibe zu sein. Du hast keine Vorstellung davon, wie wertvoll diese Frau ist. Nun, wenn du das so sagst, dann... Hergott! Thermaldetonator! Es gibt zwei Arten von Leuten in dieser Galaxis. Die mit Thermaldetonatoren... Und die ohne! Ich schätze, den Rest könnt ihr euch selbst ausmalen. Nö? Die Zeit ist um! Du lässt doch nicht zu, dass er mich mitnimmt, oder? Doch. Doch, doch. Weißt du, ich werd's definitiv zulassen. In Ordnung. Man sieht sich, Jedi. Hau rein, Boba. Oh, neuer Blaster für uns. Geil. Einfach gecheckt. Okay, das war's. Cage Match. Wie lange das wohl schon hier war? Wo, wie was? Boba Fett war noch nicht lange da. Zieh weiter, Jedi. Ich soll einem weiteren Kopfgeldjäger den Rücken zudrehen? Würde ich deinen Tod wollen, wärst du längst tot. Falls du's nicht gemerkt hast, Kerl. Dieser Typ ist nicht gerade ein Freund der Jedi. Das wäre eine Untertreibung. Was die Frage aufwirft, warum mit einem zusammenarbeiten? Wir hatten einen gemeinsamen Feind, Cage. Dich. Täusch dich nicht. Wir sind keine Verbündeten. Ich kenne Jedi. Ich weiß, wozu ihr fähig seid. Und ich habe kein Mitleid mit deinem Schicksal. Er ist immer noch ein bisschen sauer, glaube ich, wegen seinem Vater, dass ein Jedi ihm den Kopf abgeschlagen hat, aber das hat er auch ein bisschen verdient, muss man sagen. Was willst du? Ich bin neugierig. In welcher Beziehung steht ihr zueinander? Das verrät eine Dame nicht. Es gibt nicht viele wie sie und mich. Viele entscheiden sich, Kopfgeldjäger zu werden. Aber nur wenige beleben es. Und Cage weigert sich einfach zu sterben. Das stimmt. Aber ihr Kopfgeld dürfte recht großzügig ausfallen. Sobald Sorg davon erfährt, welche Rolle du dabei hattest, die Haxionbrut zu zerschlagen, wer weiß, was er dann für dich bezahlt. Hör zu, Boba. Wenn Kredits reden, lass uns reden. Die Taschen meines Klienten sind viel tiefer als deine, Abschaum. Du hast dir dieses Spiel ausgesucht, Cage. Das hier ist dein Gewinn. Ja. Wir sind hier fertig, Jedi. Hoffentlich sehen wir uns nie wieder. Ich hab verstanden.
Klar und deutlich. Ciao, ciao. Das war das Ciao, ciao Piepen von BD. Gut, Leute, das war's. Das war die Bonus-Episode hier nochmal von Jedi Survivor. Alle Kopfgeldjäger alle Kopfgelder abgeschlossen, alle Kopfgeldjäger ausgeschaltet und dann nochmal hier die Sequenz bekommen. Mit Boba Fett ist er ja auch nochmal aufgetaucht in dem Spiel. Ja, ganz okay. Auf jeden Fall eine bessere Belohnung als die Jedi-Tempel, ne, hier mit dieser Videosequenz. Okay. Gut, Leute, ich hoffe, euch hat die Episode hier nochmal ein wenig gefallen. Dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Das war es jetzt aber wirklich mit Jedi Survivor auf meinem Kanal. Das war jetzt die letzte Episode. Dafür auch nochmal eine ordentlich lange Episode. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Also danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Video oder nächsten Projekt hier auf dem Kanal. Macht's gut, bis dann. Ciao.